Rund um die großen Seen brummt die Industrie. Im Umland von Chicago wird Nahrung für das ganze Land produziert und in Detroit wächst die Automobilindustrie. Das Automobil eröffnet neue Chancen für das Transportwesen. Mit Lastkraftwagen funktioniert die Lieferung großer Gütermengen bis in die entlegensten Winkel. Noch ist das Auto ein exklusiver Spaß für den gehobenen Lebensstil. Doch schon bald könnte es zur Massenware werden und das ganze Transportwesen revolutionieren. Wir schreiben das Jahr 1909 und hier im Mittleren Westen kann man sich nicht beklagen. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Völlig neue Produktionsmethoden eröffnen neue Möglichkeiten und Geschäftsfelder. Eine Beteiligung an der Autoindustrie, das wäre ein interessantes Investment. Unser Freund William Durant plant da etwas Großes und wir könnten mit einsteigen. Noch fehlt uns dazu das nötige Kapital, aber in ein paar Jahren werden auch wir vom Autogeschäft profitieren. Und hiermit ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu Transport Fever mit der Amerika-Kampagne Nummer 4, die Automobilindustrie. Es herrscht also Aufbruchsstimmung und wir sollen ins Autogeschäft einsteigen. Das hört sich schon mal ganz interessant an. Schauen wir doch mal, was wir für Medaillen hier bekommen können. Geschwindigkeitsrekord. Sorge dafür, dass die ersten Autorennen vor 1925 stattfinden können. Wir starten am 21.06.1910. Wir haben also 14,5 Jahre Zeit, um die Kampagne abzuschließen. Dann gibt es heimlich. Siehe zu, dass dich die Polizei nicht erwischt. Was das wohl zu bedeuten hat? Mehr Infos steht hier nicht. Müssen wir mal gucken. Erfolgreich. Nur wer einmal im Leben mindestens 25 Millionen in der eigenen Tasche hatte, wird im Automobilbusiness wirklich ernst genommen. Da müssen wir also erstmalig viele Millionen auf dem Konto haben. Mal sehen, ob man hier gut Geld machen kann. Schwein haben. Es wäre für alle Beteiligten hygienischer, wenn die Schweine auf herkömmliche Weise geschlachtet würden. Was das wieder zu bedeuten hat, müssen wir auch mal abwarten. Und großer Andrang. Sorge dafür, dass mindestens 25 Personen auf einmal an einer Haltestelle warten, um zum Autorennen zu pilgern. Also wir wissen, es sollen Autorennen stattfinden. Und wir sollen Leute dahin befördern und viele Millionen machen. Das sind schon mal die ersten Infos, die wir zu dieser Kampagne haben. Dann starten wir einfach mal die Kampagne, die Automobilindustrie. Das Autogeschäft ist der Markt der Zukunft. Dort sollten wir investieren. Dazu benötigen wir jedoch erstmal ein hübsches Sümmchen Startkapital. Das lässt sich am besten mit ganz profanen menschlichen Bedürfnissen verdienen. Essen und Trinken. Das Volk giert nach Fleisch und der Transport von Schlachttieren ist lukrativ, sofern man das blutige Geschäft nicht scheut.
Nirgendwo auf der Welt wird mehr Fleisch verarbeitet als in den Union Stock Yards von Chicago. Vorne kommen die Schweine rein und hinten die Dosen raus. Ein Modellbeispiel, was die Rationalität betrifft. Und da haben wir die erste Aufgabe. Transportiere Schweine von Chicago Farm 1 und Chicago Farm 2 in eine Fabrik. Und noch als Info, die Nahrungsmittel, die in dieser Fabrik dann produziert werden, können in das Gewerbegebiet der Städte geliefert werden. Und somit können wir natürlich Geld verdienen. Wir müssen je 100 Vieh von den beiden Farmen abholen und diese dann in die Fabrik liefern. Okay, dann schauen wir uns doch erstmal die Map an. Zoomen wir einmal raus. Weiter rauszoomen geht nicht. Eine quadratische Map. Wir haben einmal Chicago, Indianapolis und Detroit. Detroit sieht am kleinsten aus. Können wir mal kurz gucken. Jawohl, Chicago und Indianapolis, die haben über 1100 an Bevölkerung, während Detroit mit knapp 800 etwas abgeschlagen ist. Was haben wir denn hier alles Schönes? Wir haben einen Steinbruch haben wir hier. Dann haben wir hier eine Fabrik, die Steine in Baumaterial umwandelt. Dann haben wir hier eine Ölquelle. Und ein bisschen weiter wird das Öl dann zu Treibstoff umgewandelt. Und was haben wir hier? Hier werden die Baumaterialien benötigt. Und hier ist die Rennstrecke von Indianapolis. Sieht irgendwie noch nicht fertig aus. Wahrscheinlich eine Mission. Dann haben wir hier die Chicago Farm 2. Hier wird eben Getreide und Vieh produziert. Dann haben wir hier noch was, ein bisschen eine Destillerie. Also eine Schnapsbrennerei, wahrscheinlich heißt das wohl. Und hier ist die Fabrik, wo wir das Vieh hintransportieren müssen. Dann war hier unten noch die zweite Farm. Das ist so alles, was es hier in dieser Kampagne gibt. Dann gucken wir erstmal die Viehlieferung. Das ist jetzt das Missionsziel Nummer 1. Also hier ist die Fabrik und in etwa gleichen Abständen sind die beiden Bauernhöfe entfernt. Wir fangen mit 10 Millionen an. Und ich denke mal, wir fangen mit LKWs an. Züge sind einfach zu teuer. Da kostet ein Anhänger ja immer schon eine halbe Million. Also bauen wir erstmal LKW-Stationen. Einmal bei dieser Farm. Können wir so hier hinbauen. Liegt im Einflussbereich. Und da wir von hier starten, bauen wir hier ein Depot hin. So. Dasselbe machen wir bei der zweiten Farm.
erstmal eine LKW-Station. Die ist auch im Einflussbereich. Und auch hier ein Depot. Dann bauen wir einmal eine Station auf dieser Seite, wo die eine Farm anliefert. So, muss ich nochmal gucken. Die zweite Farm ist hier. Die würde hier einen ziemlichen Umweg machen. Wir können ja einmal hier eine Straße so quer rüberziehen. Ja, das machen wir. Das spart ordentlich Zeit. Einfach gerade rüber. Der Feldweg, der kostet ja nicht viel. Können wir hier sogar noch weiterziehen. Einmal hier so rüber. Jede Abkürzung ist willkommen. So, noch gerader geht's nun nicht. Hier sind wir schon super gerade. Jetzt können wir für die zweite Farm auch noch eine eigene Anlieferstation bauen, damit die sich hier nicht gleich über den Weg fahren. Ja, die sind beide im Einflussbereich. Dann machen wir mal ein paar Linien. Die erste Linie führt von diesem Bauernhof zu dieser Station. Die nennen wir dann Vieh 1. Und eine zweite Linie von diesem Bauernhof dann zu dieser Station. Und das ist die Vieh 2 Linie. Das wäre das. Und bei der langen, langen Strecke, da brauchen wir natürlich viele Fahrzeuge. Wir sind im Jahr 1910. Da haben wir natürlich noch nicht so viel zur Auswahl. Wir haben die Postkutsche und einmal den Mack. Der ist aber nur für Passagiere. Dann haben wir einmal hier mit Pferden oder unseren Dampflastwagen. Da können wir dann erstmal erstmal 20 Stück, würde ich mal sagen. Die werden dann alle gleich der Linie zugewiesen. Und dann dasselbe hier nochmal. Auch nochmal den Dampflastwagen. Auch nochmal 20 Stück. Und die weisen wir dieser Linie zu.
Ja, dann haben wir alles vorbereitet und dann sehen wir in der nächsten Folge, ob das hier alles so gut anläuft, dass wir hier gleich die erste Mission hier schnell erfüllen werden, um in der Kampagne hier weiterzukommen. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.